Servus! Grüß dich! Fit und vital im Alltag. Und dass wir genau dort fit und vital sein, wenn wir es brauchen. Im Winter oder in der Übergangszeit. Und dass wir genau so stark sein, wie der Baum zum Beispiel. Genau darum geht es in dem Video. Was braucht so ein Baum, dass er gut funktioniert? Speziell in der kalten Jahreszeit. Er braucht Wasser, er braucht Licht, er braucht Sauerstoff und er braucht natürlich Nährstoffe. Licht, zum Beispiel Sonnenlicht, ist gerade im Winter oder in der Übergangszeit natürlich nicht so reichhaltig vorhanden als wie im Sommer. Und genau da sind wir jetzt beim Thema. Ich habe mir beim Arzt vor kurzem wieder einmal ausmessen lassen, wo gehe ich denn um zum Thema Cholesterin oder Eisengehalt oder Vitamin D3. Wow, da habe ich richtig blöd geschaut. Ich habe mir gedacht, wenn ich regelmäßig Vitamin C und Magnesium nehme, das genügt. Ja, schwer getäuscht. Wenn man sich die Werte einmal im Jahr vom Arzt ausmessen lässt, das heißt Blut abnehmen, und da muss man aber dazu sagen, dass man alle Werte möchte. Vitamin D3, Eisen und einfach alles, was geht. Und nachher sieht man, wo gehe ich um, wo stehe ich jetzt. Und mein Vitamin D3-Wert, der war weit weg vom Idealzustand. Und ich habe mir gedacht, ich bin eh so viel in der Sonne, eh so viel im Licht. Funktioniert im Winter überhaupt nicht. Wir müssen das zuführen. Jetzt wirst du vielleicht denken, das kann man über die Nahrung machen. Ja, zum Beispiel Vitamin D3, da müsst man 5 bis 10 Heringe jeden Tag essen. Und wer tut das schon? Für mich ist da der Robert Franz eine ganz gute Adresse. Ich habe da unten in die Videobeschreibung einen Link da. Schau dir das ein bisschen an. Es gibt sicher noch andere, wo man sich gut informieren kann. Nur, wir müssen die Sachen wie Vitamin D3, K2, Magnesium, Vitamin C, das müssen wir einfach zuführen. Und im Winter speziell täglich. Dass wir eben auch so stark und widerstandsfähig sein wie ein Baum. Und genau dort, wenn wir es brauchen. Also, schau gut auf dich, schau auf deinen Körper. Wir kennen was dir, wir müssen uns nur darum kümmern. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich freue mich schon. Pieti, Servus. Mach's gut.